Heute geht's weiter mit der 316. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen ja erstmal eine wöchentliche Truhe. Und ich glaube, wir sind ja sogar ein paar Tage hinterher, weil der Account nicht gleich am Anfang kam, ne? Das heißt, wir werden ihn nicht ganz schaffen hier, leider. Aber naja, gut. Wir bekommen auf jeden Fall erstmal ganze 40 Odinsmarken, was ganz gut ist. Dann können wir einmal durchklicken. Haben wir noch ein paar Sachen? Ja. Pakete, Angebote ohne Ende. Ja, echt ohne Ende? Nee, doch Ende. Okay, warte mal. Tragos, Wuschelbiest. Ich meine, hier steht. Ah, nee, hier steht sogar diesmal ein großer Überwilde. Sonst immer steht da immer Flüglerdotte. Und hier ist auch Tragos Wuschelbiest. Und dann haben wir noch das Event, das ist jetzt für alle freigeschalten. Wir haben da natürlich schon einen kleinen Vorteil. Ich weiß zwar nicht, warum diese Events für Drachenreiter eher starten. Weil eigentlich ist es ja auch so, dass Drachenreiter das ja doppelt so schnell bekommen. Also es ergibt für mich einfach keinen Sinn. Aber naja gut, wenn sie denken, dass sie es machen müssen, müssen sie es machen. So, du kannst erstmal für 8 Eisen ins Training. Dafür fällt jetzt ein bisschen Eisen in die Leere. Das ist aber nicht ganz so schlimm, meiner Meinung nach. So, ab ins Training mit dir. So, dann haben wir die noch. Die können alle wieder los. So und so. Ohne Zahn ist auch zurück mit 4 Taschen und 2 Sammelstücke hat er uns mitgebracht. Wie viel fehlten uns hier noch? Uns fehlen an der Stelle gar keine mehr. Das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir diese Platten hier. Gehen wir auf die 3-Stunden-Suche. Geben wir ein paar Runen aus. Hier können wir uns auch noch das Teil kaufen. Dann ist Springer wieder da. Ganz billig noch für uns. Können wir auf jeden Fall schnell hochfüttern und wieder ins Training schicken. Dort ist auch zurück, kann auch wieder los, ist schon auf Maximallevel. Und dann haben wir hier noch Raffrenner. Kann auch ein Level hoch und noch ein Level hoch und wieder ins Training. Der Tagschatten hat uns ein neues Ei mitgebracht. Und es ist sogar ein neues Ei, und zwar das vom Staubwühler. Sehr schön, hat er endlich mal geschafft. So, dann müssen wir mal gucken, wie das mit dem Glück heute ist. Also hier, ich habe heute richtig viel Glück schon gehabt. Ich habe auf meinem zweiten Account, also meinem privaten zweiten Account, habe ich ein seltenes Paket bekommen durch Fleischklops. Habe ein Premium gezogen, und zwar Jadeklinge. Dann habe ich noch ein Gradpaket auf meinem zweiten Account bekommen. Dort habe ich einmal einen Nachtterror rausgezogen. Aber halt ein Gradpaket ist ja trotzdem jetzt nicht so häufig. Also schon ein bisschen häufiger, aber jetzt nicht allzu häufig. Können wir uns nicht leisten. Und dann habe ich noch auf meinem Main-Account auch noch ein Gradpaket gekriegt. Also ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin heute richtig lucky. Vielleicht ist es auf dem Account ja auch so. Vielleicht kriegt man ja noch irgendwie, na gut, seltenes Paket wird schwierig, aber irgendwelche Pakete oder vielleicht gratis Paket Premium wäre auch mal richtig, richtig nice. Hatte ich bisher jetzt auch nur einmal auf meinem Main-Account. Und das hatte ich leider nicht auf Aufnahme. Aber na gut. Dann haben wir gerade noch Staub wieder bekommen, auch sehr nice, aber vielleicht liegt es auch einfach nur am Account. Ich meine, ich kann dort ohne Zahn jetzt bis Level 51 machen und ich habe jetzt schon 3 Premium-Drachen gezogen. Ich kaufe ja keine auf dem Account. Deswegen, ja, ist schon ganz nice so eigentlich. So, Zuckerschleck kann Level höher, kann ins Training. Hier haben wir noch jemanden, der ins Training kann. Hier haben wir noch die Jahreszeitstatue. Da kriegt man ein Raufenpaket, das ist ganz in Ordnung. Nehmen wir so mit, aber ist nichts Besonderes. Die hat man alle losgeschickt, genau. Die hier drüben können aber wieder los. Du kannst los, du kannst los, du kannst los, so. Du kannst auch wieder los. Dann würde ich sagen, kannst du zurück, gehst Eisen suchen. Du kannst los. Du kannst ins Training. Du kannst gefüttert werden, genau. Aber auch nur ein und noch einmal. Warte, haben wir hier nicht noch irgendwo Fisch? Ja, haben wir natürlich. Gut, damit kannst du nämlich noch ein Level höher. Aber nicht mehr ins Training. Ist aber nicht so schlimm. Dafür gehst du jetzt einfach fischen. So, dann haben wir hier noch den Kollegen. Der kann auch wieder los. Du kannst nicht ins Training. Du kannst hier oben wieder los. Und der Regenschneider kann noch los. Hier haben wir diesen absoluten Riesen, der könnte auch nochmal ins Training, muss ich mal schauen. Dann haben wir hier noch den grünen Tod, der kann natürlich auch wieder los. So, der Immerflügler. Einmal einsammeln, jetzt, so, und wieder los. Dreimal daneben geklickt, so gefühlt. Und hier haben wir nochmal ein Gratis-Paket, sogar 2 könnten wir eigentlich öffnen. Ja, machen wir einfach, ne, 2 holen wir uns. Goldpaket können wir uns leider noch keins kaufen, ist ein bisschen schade, aber geht leider nicht.
Auf meinem Main-Account gänge ist, dort will ich aber eigentlich Kins holen. Na gut. Holen wir uns noch das zweite Paket hier erstmal. So, und da haben wir das zweite Paket. Wieder neun Odinsmarken und wieder ein paar Karten. Also, ich muss da mal in der Aufnahme gucken, ob der Sound sich auch so anhört. Ganz weirdo. So, gehen wir hier ran. Jetzt nehmen wir den Bernstein mit. Nochmal Bernstein, dann Runen, dann die Schmetterlinge. So. Und mein rechter Fuß ist eingeschlafen. Ganz unangenehmes Gefühl. Au, au, au. Na egal. Gut. So, dann gehen wir einmal zu den Blättern. Wir haben 6.500 fast. Ja, wir schaffen den Schmitzchen eh nie und Strokkur ist sowieso besser. Deswegen würde ich sagen, gönnen wir uns den jetzt einfach. Bevor wir zu lange drum herum reden, holen wir uns den noch einfach. Ich meine, ist ja jetzt nicht schwer. Einmal mal schnell auf Kaufen gedrückt und schon ist er da. Und dann stellen wir den dorthin. Füttern ihn zweimal und er ist gefüttert. Sehr gut. Kann nur nicht ins Training, weil Training mal wieder voll ist. Ja, irgendwie ist Training gefühlt immer voll, ne? Also, keine Ahnung. Ich habe keinen Account, wo ich kein Problem habe mit den Trainingsplätzen. Das ist echt schwierig, aber naja. Gut, wir schauen mal, dass wir hier den nächsten Kampf schaffen. Wenn wir den Spießenlauf hier schaffen würden, gäbe es gleich danach noch einen neuen, der auch noch da ist. Den man auch schon machen kann. Zurzeit kommt man ja irgendwie nicht anders in die Spießenläufe rein. Was ich ein bisschen komisch finde, aber naja, gut. Ist halt so. Beschützer versus Gerissen. Ist vielleicht blöd, dass ich jetzt zwei rasante Drachen mit drin habe, weil die kriegen richtig schön viel Schaden durch die. Aber ist ja egal. So, wir schaffen das schon irgendwie. Wir gehen erstmal auf den. Wir müssen uns halt viel heilen, was schwierig wird. Vor allem, weil wir in der falschen Reihenfolge drankommen, beziehungsweise genug Aktionspunkte am richtigen Zeitpunkt haben und so. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und jetzt kommst du gleich mit deiner Vierer. Oder auch, ne? Sehr gut, dann holen wir uns den so. Damit haben wir Nummer 1 weg. Der haut irgendeine Vierer raus und damit wird mein erster Drache weg sein. Okay, macht's doch nicht. Dann greifen wir einmal so an. Greifen normal an. Und geben ihm Schwäche mit. Ansonsten wird gleich ein Drache von uns weg sein. Und. Ja, naja, gut. Trotzdem ein bisschen sehr. Naja, viel Schaden. Aber gut, das heißt, wir greifen normal an. Es sind nur zwei Wellen, das wäre theoretisch möglich. Vielleicht sollten wir den erstmal wegholen. Dann gehe ich auf die gute Vierer-Attacke. Die hilft immer ganz gut weiter. So. Sehr schön. Jetzt holen wir uns den riesigen Albtraum. Der überlebt sogar noch eine Runde, was auch ganz gut ist. Jetzt ist er vielleicht weg. Dann können wir aber auf jeden Fall die Vierer-Attacke machen. Und ja, sehr gut. Damit passt das schon mal. So. Da ist der nächste von ihm weg. Jetzt holen wir uns das Rumpelhorn. So, okay, es reicht nicht ganz, aber mit dem nächsten Angriff reicht es auf jeden Fall. Damit ist das nämlich schon weg. Jetzt hauen wir hier Schwäche raus. Gehen auf die Dreierattacke vom Skrill und haben gewonnen. Nice, sehr schön. So, dann drehe ich einmal dran. Wir bekommen einmal Holz. Okay, da fehlt uns sowieso gerade ein bisschen. Können wir mitnehmen. Und am zweiten Glücksrad bekommen wir nochmal Holz. Na gut. Nehmen wir das soweit erstmal mit. Hier haben wir jetzt noch 300 Blümchen. So. Und ich sollte vielleicht mein Team wechseln. So, wir nehmen mal mit, wir nehmen mal mit. Knochenräuber kann mit. Und. Niemand mit Knoscher noch mit, ne? Ansonsten wird das ja nicht hier. Schnüffler habe ich ja auch eigentlich irgendwo, denke ich. Ja, aber auch erst Level 10. Naja, gut. Wir gucken mal, ob wir es schaffen. Wäre schon ganz nice. Ansonsten wäre es natürlich schade. Und es wird wahrscheinlich auch nichts werden, weil es ist jetzt ein Bosskampf und jetzt wird schwieriger. Es sind zwar nur zwei Wellen, aber. Gut, wir haben schon mal einen Vorteil. Wir haben diesmal keine Drachen, die sehr viel Schaden durch die kriegen. Also nochmal zusätzlichen Schaden. Sondern die kriegen jetzt alle normalen Schaden oder weniger Schaden.
Die Frage ist, ob wir durchkommen, weil ich meine, der kriegt jetzt oh, er hat jetzt ein bisschen weniger Leben zum Beispiel auch. Ist jetzt auch nicht Level 13 so. Ich weiß gar nicht, auf welchen, auf meinem Mana-Konto ist, aber ich glaube, er ist Level 12. Oder vielleicht gerade erst Level 13 gekommen, das kann sein. Aber ich finde so, die Champion-Drachen ab einem bestimmten Level sind die so einen Krampf hochzukriegen. Weil man gefühlt einfach nie diese Karten kriegt. Sehr gut, dass der jetzt ausgewichen ist. Damit hole ich mir nämlich Nummer 1. Jetzt kommst du natürlich auf die Vierer und wenn du die raushaust, wird mein Kollege wechseln. Deswegen heile ich einmal. So, wenn du die jetzt raushaust und er trotzdem weg ist, dann verlasse ich einfach. Aber nee, du haust hier gar nicht raus. Ist auch in Ordnung. Und du machst mir Stress. Das gefällt mir nicht ganz so. Aber naja, gut. Wir holen den Gegner trotzdem komplett weg. Einmal so. Und der ist weg. Hier ist die Bosswelle. Sieht sogar gar nicht mal so schlimm aus, wie ich mir dachte. Geht eigentlich. Wir gehen zuerst auf den Kollegen hoch. Ja, so machen wir das. Und du gehst auf den. Okay. Wir kommen nicht auf die Vierer Flächenattacke. Das ist nicht so toll. Das ist nie so gut. Aber wir schaffen das schon irgendwie. So. Fünfer Attacke von Windknirscher sehe ich gerade. Incoming. So, einmal so. Jetzt weg mal den. Greifen ihn nochmal an. Bisschen Schaden machen. Damit ist er fast weg. Und wir hauen die Tiere raus, um uns nochmal hochzuheilen. Sehr schön. Damit sind ja alle fast wieder voll. Das war ja doch nicht mal ganz so schlimm, wie ich es mir dachte. Sehr gut. Und jetzt nochmal die zwei Attacke und er ist weg. Sehr schön. Nice. So, wir haben wieder ein Glücksrad. Wir drehen einmal dran und bekommen 175 Millionen Holz. Lecker. Und dann drehen wir am nächsten. Und hier bekommen wir ein Rekrutenpaket. Ist in Ordnung. Ist ganz in Ordnung. Einmal hier raus. So, hier haben wir es ganz unten. Können wir öffnen. So. Diamant, Diamant, Diamant. Sehr schön. Ein paar Karten sind immer gut. Dann nehmen wir die 30 Stück hier noch mit. Gehen auf Beschleunigen. Nee, wir müssen wieder in den Spießrutenlauf. 200 Runen wollen wir noch mitnehmen. Ein paar Runen wären schon noch ganz geil. Und das schauen wir doch mal, dass wir die auch kriegen. Und wir gehen zuerst einmal auf. Inemenemu. Raus bin ich. Hehe. Ich würde sagen, erstmal wirklich den riesenhaften Albtraum. Ich hoffe, ich überlebe es bis dahin. Und das wäre schön, wenn ich es überleben würde. Ich könnte jetzt die raushauen und dann auf die 5er gehen mit einem Aktionspunktebus und das werde ich auch machen. Genau, dann einmal das. So. Eingeschläfert. Der war weg. Sehr schön, dann gehen wir auf den. Kriege ich theoretisch so auch weg, aber nee, ich behalte mal kurz. So. Jetzt hat er keine Schwäche mehr, ist auch ganz in Ordnung. Das ist nicht cool. Ich gehe auf den. Bevor ich den anderen jetzt frühzeitig wecke und ich deswegen verrecke, lasse ich es lieber. Habt ihr gemerkt, das hat sich gereimt? Hehe. Lol. Super, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier durchkommen. Damit sind wir auch schon in der letzten Welle und haben Gegner, die nicht so toll sind. Ich gehe auf die 5er. Ah, ich hätte nochmal. Oh, Mist. Ich hätte ja Lebensschwäche geben können. Also, ja, Schwäche halt. Mann. Nicht cool. Bitte keine Schwäche oder sonstiges. Gut, egal. So, einmal einschläfern. Und weg ist Nummer 1. Jetzt. Sehr gut. Dann bist du dran. Du gehst auf den. Der kommt jetzt dran, genau. Aber dann komme ich wieder an meine 5er-Attacke und das reicht auch aus, um die zu besiegen. Beziehungsweise um einen erstmal noch zu besiegen. Den müssen wir jetzt wieder wecken und jetzt wird es krampfartig. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, weil der muss jetzt erst nochmal Aktionspunkte sammeln. Oder er haut sie gleich raus, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall muss ich mich jetzt immer mal wieder heilen mit der Attacke. Schade ist es so, dass sie nicht ganz so viel Leben heilt, weil er nicht so viel Schaden macht. Aber es sollte trotzdem genügen. Wenn ich das jetzt raushaue, habe ich nochmal die 5, Vierer dann. Ich hoffe, wir alle überleben bis dann, aber. Doch tun sie.
Hätte ich nicht gedacht. Gut. Machen wir einmal so. Wieder das. Und damit schaffen wir es. Irgendwie, vermutlich. Wir nehmen nochmal ordentlichen Schaden mit auch. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Genau. Damit haben wir gewonnen. Sehr, sehr nice. So, wir drehen einmal am Glücksrad. Und wir bekommen eine schnelle Aktion. Am zweiten Glücksrad drehen wir auch wieder und bekommen keine schnelle Aktion, sondern eine Frucht der Weisen. Ist aber trotzdem ganz nice. Dann bekommen wir jetzt noch 200 leckere Runen zum Mitnehmen. So. Sehr nice. Und gucken wir uns nochmal den neuen Spießrutenlauf an. Ja, das gibt noch ein paar Items, nochmal ein schönes Paket. Ja, sieht ganz nice aus. Aber ich würde sagen, damit fangen wir morgen an. An der Stelle würde ich sagen, wäre es mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao.